Wenn Sie sich heute an die gefährlichsten Momente erinnern, Sie haben sich auch nie dubeln lassen, Sie haben ja alles selbst gespielt. Was waren die? Was fällt Ihnen da ein? Ja, es ist schwer zu sagen, welche war der gefährlichste. Ich habe immer ich mich konzentriert, wenn eine Aufgabe war da, die auch zu machen, weil Gefahr weiß man nicht, was plötzlich rauskommt. Manchmal ist das so, wenn man, sagen wir mal, wenn wir in Grosjenien irgendwo an einem Bach gedreht haben, der sehr reißend war, richtig, wenn man einen mitnimmt, dann ist man weg, wenn man von Stein zu Stein springt. Und ich merkte, dass die Steine glitschig waren. Der kann wirklich ins Auge gehen, obwohl das kein Problem ist, rüber zu springen. Da habe ich immer versucht, erstmal die Steine glatt, sauber zu kriegen, so, damit man nicht abrutscht und sowas. Da muss man sehr aufpassen. Oder bei Chingachgook, die große Schlange. Zum Beispiel gab es eine Szene, wo ich in vollem Galopp wurde von einer Patrouille verfolgt. Und in voller Galopp fange ich mich an einem Ast. Mache ich die Drehung um, verstecke mich und die Patrouille rennt also hinter dem leeren Pferd hinterher irgendwo. Ja. Und der Ast war aber zu dick, konnte ich schlecht greifen, weil da rutscht man ab dann. Da haben wir gesagt, von der Baubiene, gesagt, habt ihr so eine Eisenklammer reinhauen und da kann ich mich da halten und dann ist das okay. Ja, Kamera dreht, läuft, haben sie alles gemacht, ich voller Galopp ran an die Klammer und die Wucht war so stark, dass die Klammer rausgezogen wurde, rausgerissen und ich lande am Boden. Natürlich machte ich meine Rolle da, nichts passiert, aber natürlich überrascht erstmal. Und die alle, total alle erschrocken, ringgerannt. Ich sage, ja, ist okay, nichts weiter, wo ist das Pferd? Komm, ich sage, wenn man nicht alles selbst macht. Ich sage, warum habt ihr die Klammer so unten gemacht? Und man, natürlich reißt sie aus, sie muss ja entgegen, so, wenn ich jetzt rein, so in das, ins Baum, ne? Dann passiert nichts. Und der Jürgen Frohe, der war dabei, kann ich mich erinnern, der so, guckte mich an. Du machst das jetzt gleich nochmal? Ich sage, ja. Ich sage, das muss man machen, sage ich, sonst, wenn du Angst hast, dann ist es vorbei. Ich habe mich aufs Pferd gesetzt, ja, gib mal Hammer her. Die Leiter habe ich selbst das Ding reingehauen. Sage ich, so, jetzt können wir es machen. Hammer gemacht und das geklappt wieder. Ja, das sind so immer Sachen, die kann man nicht im Voraus sehen. Es gibt, oder sagen wir mal, binnen Spur des Falken hinter einem fahrenden Zug, hinterher mit dem Pferd auf das Ding und das Gelände und das alles war nicht so richtig so gut, dass man sagt, oh, jetzt klappt es oder sowas. Da weiß ich, dass das Pferd so nah gekommen ist an diese Treppe, die da, wo man einsteigt, hat sich ein bisschen verletzt, das Tier eigentlich. Es ist immer so Momente, wo es immer passieren könnte.